Ich würde gerne an die Orte, die im Weltroman spielen, nochmal reisen, weil die Entwicklung geht wahnsinnig schnell. Lagos ist eine pulsierende Metropole und die warten auch nicht drauf, was wir Europäer zu ihrer Entwicklung beizutragen haben. Sie finden selber einen Weg in die Moderne und sie haben auch alle ein Smartphone in der Tasche. Und in Shanghai, so schnell kann man gar nicht aktuell hinterherschreiben, wie sich dort die Landschaft entwickelt. Gerne würde ich das alles nochmal aktualisieren, vielleicht auch nochmal drüber schreiben und im Rückblick nochmal drüber schreiben. One God, one Son, one Faith. Es ist jetzt eine Handlung geworden, die auch zusammenhängt. Also mein Held Ruben vollzieht tatsächlich physisch diese Reise von Shanghai nach Lagos. Er wandelt sich vom jungen, aufstrebenden Star-Architekten zum Prediger, der dann eine Massenerweckung in Lagos abhält. Und so habe ich schon alles angeknüpft, was ich sagen wollte. Und ich konnte da thematisch keine Abstriche machen. Mir ging es tatsächlich darum, einen Beitrag zu gegenwärtigen Fragen zu leisten. Und die kann ich alle nur gleichzeitig sehen und denken. Moji, Moki, oh, Olutumari. Großmutter zieht ihr Totenkleid an, das sie während der letzten Tage ausgebessert hatte und auf eine Stange gefädelt auslüften ließ. Sie legt sich in den Sarg, von Großvaters Liebe ganz glatt poliert, und klappt den Deckel über sich zu.